Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr wisst, Kronkau-Herausforderung ist raus und dazu wollte ich ein kleines Video machen. Ich habe hier mir das stärkste Deck vermutlich rausgesucht. Und zwar spielen wir das Ganze mit Giant Graveyard hier. Ihr seht es genau, es ist so strong, ihr könnt mit dem ersten Push direkt gewinnen. Einmal, ja, habt ihr das gesehen? War ein bisschen unlucky, dass ich da direkt verloren hat. Er ist einfach mit ganz aggressiv mit Ritter. Mit Ritter Goblin Berry reingegangen und hat dann die Goblin Berry haben so viel Schaden gemacht, weil ich einfach nichts hatte, weil es war ein bisschen unlucky. So, jetzt gibt's schon die erste Nightwitch hinten. Oh. Gibt's davor Giant, das Dark Prince. Dann gibt's hier schon gleich schon den ersten Graveyard, dann haben wir schon so gefühlt gewonnen. So, jetzt gibt's den Graveyard. So, und die Skellies am Tower machen einfach so viel Schaden. Seht es euch an. Der Tower ist fast weg. So, und dann hätten wir das erste Match auch schon gewonnen. Weil er einfach den Graveyard nicht verteidigt hat. So, ich sag's ja einfach. Erster Push. Erster ist ein Win. So, schön. Kommen wir zum nächsten Game direkt. Viel Glück erstmal an ihn. Wird wahrscheinlich auch nicht wirklich lang dauern. So. Da kommt sein Magic Archer auf der anderen Seite. Okay. Ein komisches Deck. Wir gehen einfach aggressiv jetzt hier mit Graveyard noch rein. Wir werfen jetzt hier einfach Pfeile drüber. Kriegen es gedefft und kriegen den Tower. Nein, kriegen leider nicht ganz den Tower wahrscheinlich. Na, außer er verteidigt die Musketieren jetzt nicht mehr. Na, schade. Egal, wir müssen jetzt einfach nur noch zu den Pfeilen hinzeigen. Dann haben wir das Match auch schon wieder gewonnen. Good Game. So, nice. Also jetzt nächstes Game gewonnen. Schön. Also, es ist wirklich so stark, das Deck. Da drin, ich kenne kein besseres Deck. Also, benutzt das Deck. Kopiert es euch rein. Es ist wirklich so strong. Goblin Giant benötige ich nicht. Eigentlich. Okay, habe jetzt leider keine Marke mehr. Viel Glück. Erstmal an ihn. So, dann gibt es eine Nightwitch hinten. Jetzt erstmal hier gleich einen Snowball. Mir gefällt. Deswegen muss ich noch Pfeil predikten, aber ist nicht so schlimm. Jetzt gibt es hier einfach einen Giant Graven. Haben gewonnen. Haben so gefühlt schon das Match gewonnen. Okay, er hat einen Inferno Tower. Er ist schon ziemlich strong dagegen. Ja, er verteidigt. Gut, er verteidigt. Gut, aber er spielt halt mit so vielen Sachen ein. Es gibt ja mal gute Arrows. Schön. So, dann gibt es hier die Musketieren hinten. Kommt auch noch so eine komplett komische Hexe da rein. Ja, jetzt stammt er auch da weg. So, die Hexe überlebt leider. Und einer connected. So. Aber jetzt gibt es hier gleich den ersten richtigen Giant Graveyard Push und dann hoffe ich, sollten ich das Match gewonnen haben. Jetzt gibt es einen Giant, einen Dark Prince. Und jetzt gibt es hier einfach wieder einen Graveyard. Gibt es hier gleich Arrows für die Goblin Gang, die kommen wird oder kommen muss oder Bats, schön und bewegtet. Sind jetzt hier relativ low im Alex. Ja, leider connectet da nur einer. Also gibt es hier einfach einen Snowball. Ja, leider. Pfeile kommen leider zu spät und deswegen war es das. Naja, ist aber nicht so schlimm. Man kann nicht nur gewinnen, weil sonst wäre es auch langweilig. Hat er ziemlich stark gespielt. Also es war so ein kleines Spam-Deck mit Miner dran und Mega Knight Hexe. Die Hexe hat mich ziemlich abgefuckt, weil ich die einfach nicht dran gekriegt habe, weil die ganze Zeit dieses Skelette gespawnt hat. Okay, hier ein 2.6-Spieler hier am Start erstmal. Direkt ziemlich aggressiv gibt es hier auf jeden Fall erstmal einen guten Giant. Das ist ein Dark Prince.
Genau. So, der war auch. Der Dark Prince war auch gut. Schreib doch mal. Jetzt gibt's hier Arrows. Genau, um die weg zu. So. Okay, bis jetzt sieht's gut aus. Jetzt erstmal eine Nightwitch hinten wieder. Gibt's ein Cage. Bisschen Musketieren. Bisschen Giant. Zwei Arrows. Dark Prince. Genau. Okay, er spielt stark. Langsam müssen wir irgendwann mal. Jetzt langsam müssen wir mit dem Giant Graveyard reingehen. Das ist hier wahrscheinlich wieder Expo Bridge. Kommen, kommt auch. Okay, dann gibt's ein Cage. So eine Musketieren, um abzusnipen. Da kommt der Feuerball. Leider gut. Kommt der Snowball. Damit haben wir. Jetzt gibt's ganz aggressiv Giant Graveyard an die Bridge. Leider geht der Tower nicht auf den Giant. Es gibt wieder Pfeile. Treffen auch noch ein bisschen von den Arrows mit. Von den Archers. Sorry. So, genau. Okay, jetzt müssen wir aber aufpassen langsam. Jetzt gibt es eine Nightwitch. Dann gibt es ein Cage. Jetzt wieder hier so eine Musketieren. Arrows. Und der Spiel ist stark. Jetzt gibt es Giant Graveyard Bridge. Das könnte gut werden. Pfeile. Hier. Snowball. Nightwitch überlebt. Eisgeist wird weggeboostet, aber er kriegt noch einen Tesla davor geschoben. Okay. Dark Prince. So, jetzt gibt es hier wieder den Graveyard. Snowball. Spielt er nicht schlecht. Muss man nehmen lassen. Da gibt es hier schöne Arrows. Starke Skellies von ihm. Wieder Giant Graveyard. Das Musketieren hierhin. Snowball. Arrows. So, genau. Geht jetzt noch 1:30, also wenn wir das jetzt hier runterspielen, dann sollten wir das Match eigentlich gewinnen können. Wenn wir es jetzt gut spielen, es gibt hier wieder gute Arrows. Genau, also machen wir eigentlich nur so Spell Damage. Gibt es hier einen Dark Prince plus ein Graveyard. Ziemlich aggressiv. Musketieren dahinter. Gibt es einen Snowball. Und dann gibt es Arrows und dann sollten wir das Game eigentlich gleich gewonnen haben. Bringt noch guten Eisgeist. So, ich bin jetzt hier in Riesen rein, weil er einfach einen. Genau, muss seinen X-Bogen bringen, aber. Aber wir können halt jetzt einfach nur noch Spell cyclen. Dauert nicht mehr lang. Brauchen jetzt nur noch Snowball plus Arrows und dann hätten wir das Match auch gewonnen. Gibt jetzt hier in so einen Graveyard. Das Nightwitch rein. Genau so will ich sehen. Giant gibt's jetzt hier, dann gibt's ein Snowboard. Und dann hätten wir das Match gewonnen. Gutes Game. Hat er ziemlich strong gespielt, aber wir hatten halt auch Matchup. Glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher. Aber dann hätten wir das Match jetzt auch gewonnen. Darum geht's ja. Genau. Kriegen jetzt hier auch die Tauschtoken. Und die nächste Belohnung wäre dann auch schon die legendäre. Okay, er ist Fox 3-4. Okay, geile Hand, würde ich sagen. Kann leider kein gar null Spells auf der Hand. Ey, komplett. Na, das freut einen ja. Null Spells immer auf der Hand direkt. Okay, der schleicht da jetzt noch so ein Riese davor. Bisschen ein Graveyard.
Dann gibt es hier schöne Pfeile. Waren ziemlich stark und der Graveyard ist so stark. Und damit hätten wir das Match auch schon gewonnen. Nice. Also war eine ziemlich... Dieses Deck ist einfach so stark. Probiert es auch in der Meta. Es ist wirklich so stark. Legendäre Truhe. Ich hoffe eigentlich, dass ich Graveyard ziehe. Bitte gib mir Graveyard. Okay, wir haben das Lock. Ist eigentlich recht gut, weil wir es, glaube ich, hier tauschen können. Irgendjemand wollte mal Lock haben. Ich mich daran erinnere, genau hier. Nehmen wir uns den Graveyard mit. Sehr schön. Ah, ich habe noch ein episches. Eine epische Marke. Hier vielleicht. Nee, ich bräuchte eigentlich Dark Prince. Mal schauen. Dark Prince ist hier vorhanden. Schön. Haben